So sieht unser Esszimmer am heutigen Tag aus und ihr seht, es ist gar nicht schlimm. Hier steht kaum noch was rum. Ich will hier einmal alles wegräumen und einmal am Tisch langwischen. Ihr seht nämlich, ein paar Krümel vom Nachtisch sind hier noch. Und dann werde ich das so weit vorbereiten, dass die Kinder hier gleich malen können, sodass ich dann in die Küche wechseln kann. Und jetzt noch mal ganz offiziell, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Aufräumvideo. Das heutige Video, das habt ihr ja schon gesehen, ist fast 45 Minuten lang. Also ganz, ganz viel Aufräummotivation, zumindest hoffe ich das. Ich habe heute versucht, das Video wieder so zu schneiden, dass ich so wenig wie nur irgendwie möglich rausschneide und alles in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit laufen lasse. Das heißt, ich bewege mich sozusagen nur halb so schnell, aber immer noch schnell genug. Und ich denke, diejenigen von euch, die heute mit mir gemeinsam aufräumen, werden das Video genießen, da es lang genug ist, um eine kleine Aufräumrunde zu halten. Zwischendurch werde ich euch immer mal wieder so ein bisschen Musik hören lassen und melde mich zwischendrin immer mal wieder und quatsch euch voll, sodass wir eine gute Mischung in diesem Video haben. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. So ist es heute hier in der Küche. Das sind Sachen für Alex' Mutter. Das habe ich immer noch nicht weggeräumt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es behalte oder ob ich es wegschmeiße. Es ist nämlich leicht kaputt gegangen und deswegen bin ich mir da nicht sicher. Das hier wollten wir eigentlich an die Eingangstür dranhängen. Das hat so schön zum Herbst gepasst. Leider ist es so windig, dass das Teil die ganze Zeit gegen die Tür haut. Und deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, was wir damit machen. Ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht an die Tür im Hauswirtschaftsraum hänge, die dann sozusagen zur Garage rausgeht. Da ist ja dann gar nichts, aber trotzdem sieht es dann ganz hübsch aus. Vielleicht kommt es also dahin. Wir verkaufen gerade super viele Sachen, deswegen liegen hier so ein paar Klamotten im ganzen Haus verteilt rum. Diese hier muss ich einmal gießen. Ihr wisst ja, die hat so viele Blüten gegeben, die hübsche Blume hier. Die hat Max mir mal mitgebracht und seitdem blüht sie fleißig vor sich hin. Ja, die Flächen, das könnt ihr hier schon sehen. Allzu schlimm ist es echt nicht. Also so ein paar Sachen ja, aber an sich hält sich das wirklich in Grenzen. Das hier ist vom heutigen Frühstück. Das räume ich einfach nur weg. Die sind dann für den morgigen Tag. Und auch hier muss einmal gewischt werden. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Und dann kann Alex mit dem Einkauf kommen. Und das ist etwas, was mir total wichtig ist. Denn normalerweise bin ich absolut kein Pflanzenmensch. Ich töte gefühlt jede Pflanze. Aber die Pflanze, die Max mir geschenkt hat, liegt mir einfach so am Herzen. Und deswegen pflege ich sie auch so doll. Weil ich einfach möchte, dass er sieht, dass ich mir die Mühe gebe und dass ich sein Geschenk zu schätzen weiß und sowas alles. Ja, übrigens, auch in diesem Video sind die Lichtverhältnisse mal wieder nicht optimal. Ihr werdet also zwischendurch immer mal wieder so dieses Dunkle, dann dieses super Helle haben. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Gott sei Dank sind diese Clips aber ziemlich kurz gehalten. Und
Und das ist ein Winkel, den ihr nicht allzu häufig zu sehen bekommt. Einfach nur, weil es etwas schwierig ist, die Kamera aufzustellen und trotzdem einen guten Winkel zu treffen. Ich gebe mir wirklich immer Mühe, so neue Ecken zu finden, die ich euch dann wieder mal zeigen kann. Ja, hat sich übrigens einiges an der Küche geändert. Das werdet ihr dann wahrscheinlich nächsten Sonntag zu sehen bekommen. Zumindest hoffe ich das. Die Küche ist jetzt im Top-Zustand. Wir haben so viele Änderungen im Haus. Ich bin schon ganz, ganz gespannt auf die ganzen nächsten Videos, die ihr so kriegen werdet. Ansonsten habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich hier nicht mehr meinen Multiflächenspray benutze von Frosch, sondern diesen Fettentferner von W5. Liegt einfach nur daran, dass ich Ewigkeiten kein Frosch-Produkt mehr gekauft habe, weil ich es einfach nicht geschafft habe, zu Rossmann zu kommen oder zu DM. Und zum Lidl, der gerade mal so gegenüber von uns liegt, kommt man doch schneller hin. Das ist sozusagen der einzige Grund, warum ich es benutze. Ich kann euch aber beruhigen, ich hatte ja jetzt Urlaub eine ganze Woche und ich habe es jetzt geschafft und habe mir gestern wieder die Froschprodukte geholt. Natürlich habe ich hierzu wieder so ein Reinigungsmittel-Haul für euch gefilmt, der dann mit in einem normalen Wocheneinkauf drin sein wird, weil das halt alles an einem Tag erledigt wurde. Das heißt, da kriegt ihr auch wieder etwas. Und das ist ja der letzte Schritt in der Küche, das wisst ihr. Wenn ich nämlich dann mein Spülbecken sauber gemacht habe, dann bin ich da durch. Deswegen liebe ich diesen Punkt. So, im Wohnzimmer haben wir heute ein bisschen mehr liegen, wie ihr vielleicht schon erkennen könnt. Emma wollte heute mit den Tieren hier spielen und da haben Max und ich abwechselnd mit ihr gespielt. Ich räume das nur zusammen und packe es ins Spielzimmer. Den Rest machen die und das ist noch offen, weil sie gerade malen. Das kann aber gleich direkt zu. Und dann können wir auch schon loslegen. Achso, übrigens, ich habe heute eine Einkaufsliste geschrieben. Und solange wie ich das gemacht habe, war Alex am See mit den Kindern und dann haben die Kastanien gesammelt. Das heißt, demnächst wird Kastanienfiguren gebastelt. Und das ist eine Sache, die passiert mit Kindern ständig. Vielleicht könnt ihr es sehen, ich habe dort einen halben Herzinfarkt bekommen. Denn das hat Emma dann auf diesem dunklen Sofa hingelegt. Und oh mein Gott, ich bin froh, dass ich das überhaupt gesehen habe. Manchmal erschrecke ich mich dann noch mehr, wenn das so komplett unerwartet kommt. Dadurch, dass sie mit den Tieren gespielt hat, ist es nicht ganz so schlimm gewesen. So, hier im Flur haben wir so ein bisschen was. Wieder, wie gesagt, Wäsche. Super, super viel Wäsche. Muss eigentlich alles nur einmal weggeräumt werden. Dieser Wäschekorb hier kommt nach oben, das wisst ihr ja. Die Rucksäcke ebenfalls. Hier kam gerade ein Päckchen für Alex an. Und da sind schon so die ersten Sachen, die hochkommen. Ihr wisst ja, ich lege sie sonst immer gerne auf die Treppe. Und wenn wir das fertig haben, dann sind wir hier unten auch schon fast durch. Und auch hier im Flur gab es eine kleine Änderung. Ich denke, diese werdet ihr allerdings erst in 3 Wochen sehen, denn ich war wirklich fleißig und habe viel vorgefilmt. Und da hatten wir diese Änderung im Flur noch nicht. Aber wie gesagt, ganz so lange wird es dann hoffentlich nicht mehr dauern und dann seht ihr auch das. Und ansonsten auch hier wieder ein Winkel, den ihr nicht ganz so häufig zu sehen bekommt. Und das ist unser Kleiderschrank dort, unsere Garderobe, wo wir unsere ganzen Jacken aufhängen. Und ihr seht, die meisten Jacken sind die von Emma.
denn sie ist nämlich diejenige, die am schnellsten ihre Jacken dreckig macht. Aber auch das Wetter, das irgendwie gerade momentan verrückt spielt und ich einfach immer nicht weiß, was ich gerade benötige, also von der Dicke der Jacken her. Deswegen habe ich dort immer einiges an Auswahl. Ja, und das wisst ihr ja, ich trage dann immer die Sachen hoch, wenn ich dann soweit fertig bin. So, und wie immer holen wir uns hier die Hilfe von unserem kleinen Freund. Und auch hier habe ich euch den Clip länger gelassen, denn ich wollte, dass ihr seht, wie dieser Roboter sich bewegt. Denn der ist wirklich, wirklich klasse. Das wird man gleich an der Treppe sehen. Das ist übrigens der letzte Schritt für diesen Tag. Wir haben dann am nächsten Tag weitergemacht, weil ich hier einfach schon zu fertig war und noch die Zeit mit den Kindern verbringen wollte. Und das ist eine Sache, die habe ich dann schon am nächsten Tag fertig gemacht. Das war die erste Sache, die ich gemacht habe. Und das ist die Waschmaschine stellen. Denn da musste ich nämlich einen Bezug waschen und auch die Decken und die Kissen von Emmas altem Bett, was wir ja verkaufen wollten. Das war also mein erster Schritt. So, im Obergeschoss beginnen wir mit Emmas Zimmer und das ist in letzter Zeit so das Chaoszimmer. Ihr könnt sehen, hier die Matratze wasche ich heute, die machen wir für den Verkauf bereit. Dann haben wir hier so ein bisschen was, da ist ein Bettlaken, das müsste weg, ihre Decke muss weg und so weiter. Hier hat sie noch bis vor kurzem gespielt, das heißt, das räume ich einfach nur weg. Das beziehe ich frisch, ihr wisst ja, wie sehr ich meine frische Bettwäsche liebe. Und das hier sind Sachen, die ich einmal wegräumen muss, ebenfalls wie das. Und das sieht nach mehr aus, als es ist. Und auch Emmas Zimmer sieht inzwischen komplett anders aus. Wir haben ein paar Neuerungen. Wir haben es auch tatsächlich geschafft. Wir haben das kleine Bett hier vorne, was ihr hier rechts im Bild seht, das haben wir verkauft. Und dann haben wir auch ihren Kleiderschrank und diese Wickelkommode, die wir als normale Kommode momentan nutzen. Und das passende Babybettchen, was wir noch auf dem Dach hatten. Das alles haben wir ebenfalls verkauft, worüber ich tierisch froh bin. Wir haben es zwar sehr, sehr günstig verkauft, aber ich bin einfach nur froh, dass es weg ist und dass es jemand anderen glücklich machen kann und wir somit Platz für Emmas neue Möbel geschaffen haben. Auch das werdet ihr wahrscheinlich in 2-3 Wochen neu sehen. Da bin ich auch ganz gespannt, wie ihr das findet. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob wir das alles genauso lassen, wie es jetzt momentan ist. Aber immerhin haben wir den ersten Schritt getan. Und hier haben wir zwischendrin dann immer mal wieder irgendwelche Tüten oder irgendwelche Säcke.
voller Wäsche, die wir dann von irgendjemandem erhalten haben. In dieser roten Tüte waren dann so ein paar Sachen für Max drinne. Die bin ich dann nochmal schnell durchgegangen. Ich war mir nämlich nicht allzu sicher, für wen diese Kleidung sein wird. Ich glaube, ein bisschen was war auch für Emma. Aber ja, das muss natürlich dann auch durchgegangen werden. Ich bin immer ganz, ganz froh, wenn die Leute mir immer tolle Sachen sozusagen weitergeben. Dann brauche ich weniger zu kaufen. Und es ist auch nicht ganz so eine starke Verschwendung, wie wir es sonst ja immer handhaben. In Max' Zimmer liegt so ein bisschen was rum. Bei ihm ist es aber nicht ganz so schlimm wie bei Emma. Das Bett machen wir natürlich auch gleich nochmal frisch. Da liegen so ein paar Sachen, die wir zurechträumen. Das ist wohl alles Wäsche, die wieder in den Kleiderschrank kann. Max kann seine Wäsche nicht so gut ordnen. Und dann räumen wir nur noch das weg und dann sind wir auch hier wieder durch. Und auch wenn ich frische Bettwäsche super liebe und es einfach total genieße, muss ich wirklich sagen, dass in Max' Zimmer ja alles blau ist. Und die Bettwäsche, die er vorher drauf hatte, die von Barcelona, war natürlich dementsprechend blau. Und ich finde das immer viel, viel schöner, als wenn ich ihm dann diese weiße Bettwäsche drauf mache oder so. Weil ich immer das Gefühl habe, das sticht so ein bisschen ins Auge und passt da einfach nicht ganz so gut rein. Aber er liebt diese Bettwäsche, der freut sich dann da immer drüber. Und ja, auch hier kommt wieder die Nase durch. Ich rieche echt immer an allen Sachen. Egal, ob es die dreckige Wäsche ist oder die saubere. Ich muss immer wissen, was was ist. Denn manchmal ist es so, dass Max dann was liegen lässt, was er vielleicht schon mal anhatte. Und Max ist noch nicht in dem Alter, wo er irgendwie eklig riecht. Aber trotzdem riecht man dann den Wind von draußen oder sonst irgendwas. Und dann weiß ich ganz genau, es braucht nochmal eine Wäsche oder nicht. Und ich wollte euch unbedingt ein kurzes Update geben zu diesen Kleiderbügeln. Denn die sind ja mit Samt umzogen. Und auch wenn das an den Klamotten nicht haften bleibt, zumindest hatten wir bislang noch nie das Problem, auch an weißen Klamotten nicht, ist es doch so, dass der ganze Boden auf dem Kleiderschrank dann voller schwarzer Samtrückstände ist. Also das ist echt richtig schrecklich. Das werde ich euch im nächsten Video nochmal genauer zeigen, weil ich dann nämlich nochmal auf die Kamera zugegangen bin.
In unserem Schlafzimmer sieht es genauso aus wie sonst auch immer. Das Bett muss gemacht werden, so ein bisschen was hier muss weggeräumt werden. Allerdings haben wir auch heute wieder keine Zeit dafür. Aber das ist tatsächlich schon in der Mache, also kommt es demnächst. Und diese Bettwäsche sieht zwar gut aus, ist aber wirklich sehr, sehr anstrengend beim Beziehen. Denn sie ist nicht komplett geöffnet, sondern immer nur so zwei Drittel davon. Und das ist halt echt nicht einfach. Übrigens kommt zwischendurch immer wieder der innere Psychopath in mir durch. Oder auch der innere Monk. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr gerade lustig seid. Aber wenn ich dann irgendwie so einen Knick habe oder wenn die Bettdecke nicht richtig liegt und ich gerade im ersten Moment aufräume, muss ich das unbedingt ändern, weil sonst stört es mich so extrem. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, der innere Psychopath in mir, okay? Und mal wieder das große Badezimmer. So ein bisschen was an Backup, das in den Schrank gehört. Das hier kommt weg. Einmal alles wischen. Ihr seht es ja schon an den Spiegeln. Sehr verdreckt. Genauso sieht es mit der Badewanne aus. Wobei ihr das wahrscheinlich wieder mal nicht sehen könnt. Das hier räumen wir mal wieder so weg. Wie üblich. Da wird auch wieder genau das gemacht, was sonst auch immer gemacht wird. Und als allererstes, das kennt ihr, das 00-WC-Aktivpulver kommt zuerst da rein. Eine der besten Erfindungen überhaupt ist dieses 00-WC-Aktivpulver. Jeder sollte es verwenden, es ist super einfach vom Gebrauch und es hat das beste Ergebnis überhaupt. Ich kann es echt jedem nur empfehlen. Through the heart,
casting dice and roulette. The game was set right from the start. I don't wanna go. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich ja erst vor kurzem diese 15 Packungen Seife gekauft habe, also Flüssigseife, und ich konnte sie aber nirgendwo finden. Naja, nachdem ich alle Schränke durchgegangen bin, habe ich festgestellt, dass wir nur noch 2 Packungen oder so hatten und eine davon war unten. Das hier ist die. Eine absolut tolle Seife, ein super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist um einiges günstiger als die von Rossmann. Das heißt, wenn ihr eine pH-neutrale Seife bei Rossmann kauft, lasst es sein, geht zu DM. Bei Rossmann kostet sie nämlich ungefähr das Dreifache. Und auch hier gibt es wieder diesen absoluten Geheimtipp. Ich weiß nicht, wie geheim er noch ist, aber ihr müsst unbedingt diesen Fettentferner hier kaufen. Egal ob von W5, von Frosch, egal was es ist. Aber es muss so ein Fettentferner sein. Und wenn ihr damit dann diese Wanne besprüht, lässt sich alles super leicht entfernen. Ich brauche keinen Schwamm mehr. Ich brauche wirklich nur so ein Tuch. Und damit wische ich dann über die ganzen Flächen und es löst sich wirklich alles. Und wer von euch vielleicht ein Trockenshampoo verwendet oder sich viel Haarspray in die Haare macht, der kennt diese Rückstände an der Badewanne und die sind normalerweise echt schwer zu entfernen, wenn man sich nicht sofort dran macht. Ich bin kein Mensch, der es sofort macht, weil bei mir immer alles schnell gehen muss. Und das heißt, ich mache das dann ungefähr 1-2 Mal die Woche und dann besprühe ich diese Wanne einmal. Ich brauche sie nicht mal richtig einwirken zu lassen und schon ist das Ganze geschafft. Also das ist echt nicht verkehrt. I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. I'm gonna miss your body. You know I can never get it right without you. No, I don't wanna step into the light if I don't get you, shawty. Hier haben wir dann nochmal den letzten Tropfen von der Seife aufgebraucht. Oh, ich war echt traurig. Ich hasse es immer, denn ich komme nicht ganz so häufig zu DM. Ich bin halt öfter bei Rossmann. Aber wie gesagt, bei Rossmann ist die Seife ungefähr kostet die Seife ungefähr das Dreifache. Und das ist für mich einfach nicht machbar. Allein schon, wenn ich das weiß, kann ich da nicht ruhigen Gewissens dann diese Seife kaufen, auch wenn es nur eine Packung ist. Das heißt, ich muss definitiv zu DM und mir neue Seife holen. Dann wollte ich noch was zu diesen Tüchern sagen. Normalerweise, das kennt ihr ja aus meinen XXL-Videos, ist es so, dass ich 2 verschiedene habe. Ein Tuch, womit ich die gesamten Flächen im Haus wische, also sprich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und so weiter. An dem Tag brauchte ich keine 2, denn zum einen habe ich nirgendwo Staub gewischt und zum anderen mache ich das aber inzwischen auch so, dass wenn die Badezimmer zum Beispiel die letzten Zimmer sind, das gilt nur, wenn ich zum Beispiel das Obergeschoss mache und das Badezimmer ist das letzte Zimmer, dann wische ich ja an dem Bidet und an der Toilette ganz zum Schluss. Da nutze ich dann trotzdem das Tuch, was ich für das ganze Badezimmer genutzt habe.
Das mache ich nur nicht, wenn ich weiß, ich putze anschließend nochmal ein anderes Badezimmer oder ich gehe nachher nochmal runter. Dann mache ich das nicht. Dann verwende ich weiterhin meine zwei verschiedenen Tücher in zwei unterschiedlichen Farben, damit ich auch weiß, welche Farbe ich für was genutzt habe. Und ja, das ist übrigens auch ein Punkt, der mich nicht stört. Ich putze diese Toilette einmal von innen und einmal von außen. Es macht mir absolut nichts aus. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, sie wird trotzdem sauber, auch wenn ich anschließend nochmal draußen lang gehe. Für wen das von euch nicht ganz so stimmig ist, da könnt ihr ein anderes Tuch für verwenden. Eine Sache, auf die ich mich damals so sehr gefreut habe, waren diese Duschkabinen, also diese Türen. Und ich liebe sie immer noch, versteht mich nicht falsch, es ist definitiv um einiges praktischer als früher mit diesen Vorhängen, die wir dort hängen gehabt haben. Aber man muss diese Türen putzen und zwar wie verrückt, man sieht dort echt alle Rückstände und deswegen tue ich das nicht ganz so häufig, weil ich diesen Schritt halt einfach nicht ganz so dolle mag. An dem Tag habe ich es Gott sei Dank geschafft und dann wurde anschließend oben nur noch Staub gesaugt und dann machen wir uns auch schon auf dem Weg nach unten, denn dort fehlte uns noch eine Aufgabe und ein Zimmer. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Eine Aufgabe, die ich inzwischen versuche, immer wieder in meine Routine mit einzubauen, ist dieses Treppenhaus. Ich habe früher nicht ganz so häufig diese Treppen gesaugt. Ich habe mich einfach nicht ganz so sehr daran erinnern können, dass ich das mal machen sollte.
Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber man hat halt immer so seine zwei Stockwerke und das ist dann alles und dann vergisst man das Treppenhaus. Das habe ich jetzt inzwischen besser im Griff, aber weil ich an dem Tag noch ein bisschen Zeit hatte, wollte ich mich unbedingt um diesen Spiegel dort kümmern, der an der Tür dran ist. Auch wieder eine Sache, die ich unbedingt haben wollte und seitdem ich die habe, ist es echt immer schwierig, das alles sauber zu halten, weil jetzt alles doppelt so lang dauert beim Aufräumen. Und im kleinen Badezimmer auch wieder das Übliche. Wir wischen einmal die Flächen auf die Schnelle, machen den Spiegel sauber und heute sind auch diese Duschkabinentüren dran. Und auch hier durfte das 00 WC-Aktivpulver natürlich nicht fehlen. Ich liebe das Zeug, ich benutze es immer wieder und super gerne. Das war übrigens das letzte Zimmer für diesen Tag, weil wir das den Tag zuvor nicht gezeigt haben. Ich habe den Tag zuvor dann auch wirklich nur noch kurz das WC abgewischt. Ihr wisst ja, das mache ich abends ganz gerne. Aber mehr als das habe ich am Abend dann nicht mehr gemacht und deswegen wollte ich es dann am nächsten Tag zumindest auf demselben Stand haben wie das Badezimmer oben. Und deswegen habe ich es dann am zweiten Tag nochmal integriert. Ich finde, das wirkt irgendwie so fehl am Platz. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber normalerweise gehe ich ja wirklich immer Stockwerk für Stockwerk vor. Jetzt ist da irgendwie ein Zimmer, das plötzlich am zweiten Tag mitgemacht wurde. Ach, naja, es ist halt jetzt einfach mal so, da müssen wir jetzt alle durch. Wie gesagt, der innere Monk dreht wieder da so ein bisschen durch, wenn etwas anders ist als sonst. Aber immerhin haben wir alles geschafft und das Haus ist sauber. Und ihr wisst, das ist immer die Hauptsache.
Und hier unten habe ich ja zwei von diesen gläsernen Duschtüren. Es dauert also nochmal doppelt so lange wie oben. Es ist echt immer so ein Akt, diese Türen sauber zu machen. Aber wenn sie dann sauber sind, freue ich mich dann umso mehr. Und hier ist dann die Sonne natürlich wieder aufgegangen. Ihr wisst ja, diese Lichtverhältnisse sind momentan echt schlimm. Ich habe versucht, euch das so ein bisschen schärfer zu stellen, damit ihr zumindest seht, was ich dort alles mache. Dann hat die Kamera komplett aufgegeben und hat nicht mehr scharf gestellt. Oh, es war ein Akt, sage ich euch. Das war ja der erste Punkt, den wir gemacht haben. Und nachdem die Wäsche dann durch war, konnte ich die aufhängen. Und jetzt seht ihr das Ergebnis. Das fertige Esszimmer. Natürlich mit unserer hübschen Herbstdeko. Die Küche ist jetzt soweit durch. Ihr könnt hier sehen, das Teil liegt hier übrigens immer noch. Und die Sachen hier gehen morgen zu Alex Mutter. Die Flächen sind jetzt alle sauber. Ihr wisst, Plastiksachen wasche ich nie per Hand. Da warte ich immer auf den Spülgang von der Spülmaschine. Das war's. Jetzt kann der Einkauf endlich kommen. Das Wohnzimmer ist wieder einigermaßen sauber. Mein Laptop liegt da noch. Liegt aber nur daran, dass es halt noch lädt. Und ja, danach räume ich es aber auch weg. Und ansonsten basteln die Kinder gerade und sind laut, wie ihr hören könnt. Und so ist jetzt der Endzustand des Flures. Ihr wisst ja, wir hatten generell nicht allzu viel zu tun, bis auf diese Ecke hier. Und ihr könnt sehen, da ist auch immer noch was. Das will Alex morgen in Angriff nehmen. Das kleine Badezimmer hier unten ist jetzt fertig. Wir haben jetzt überall einmal kurz lang gewischt. Den Boden habe ich gesaugt und hier habe ich nochmal Emmas Töpfchen gerade gewaschen. Deswegen liegt er da noch auf einem Handtuch und trocknet. Das ist jetzt Emmas Zimmer. Wie ihr sehen könnt, haben wir alles weggeräumt. Das bleibt so, wie es ist, bis es verkauft ist. Da habe ich nur alles reingeschmissen. Das ist frisch bezogen. Und auch hier haben wir jetzt alles weggeräumt und da oben ebenfalls. Und das Ergebnis in Maxis Zimmer. Ihr wisst ja, so viel war vorher nicht zu tun. Wir haben nur schnell die Bettwäsche gewechselt. In dem Schrank hier habe ich nichts gemacht, einfach nur die Sachen reingelegt, die dahin gehörten. Und auch der Tisch ist wieder frei. Und auch unser Zimmer ist jetzt sauber, bis auf diese kleine Ecke. Aber ihr wisst ja, irgendwann, Freunde, irgendwann. Und auch das große Badezimmer ist fertig. Wie ihr sehen könnt, haben wir mal wieder andersfarbige Handtücher. Aber naja, was soll ich euch sagen? Ich habe die grünen halt nicht rechtzeitig gewaschen. Und damit muss ich jetzt klarkommen. Übrigens ist auch die Toilette wieder super rein. Guckt euch das mal an. Strahlend weiß. Wie gesagt, 00 WC-Aktivpulver echt zu empfehlen. Und ja, die Duschkabinentür ist auf, aber sauber. Ich kann es versprechen. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis dann.